Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream zum Dead Island House DLC. Wir haben noch ein paar Sammelquesten vor uns, die wollten wir heute angehen. Eventuell auch die ganzen Geldkassetten jetzt mal endlich holen. Und ja, damit haben wir ja eigentlich schon gesagt, was wir heute nur tun werden. Mit dem richtigen DLC sind wir fertig, aber wie gesagt, wir haben die Geldkassette noch vor uns und wir haben noch drei DLC-bedingte Sammelquesten vor uns und die wollte ich heute abschließen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird. Wir werden uns zuallererst nur auf die Sammelquesten konzentrieren. Habe deswegen jetzt auch hier gestartet, weil hier die erste Quest dazu stattfindet. Ich denke mal, die werden reihebasiert sein, dass ich jetzt erst die mache, dann kommt die nächste und danach kann ich die letzte machen. Und je nachdem, wie lange wir danach noch Zeit haben, weil ich die Geldkassetten heute mit einrechne, habe ich maximal 3 Stunden hier vor, gucke ich dann, dass ich danach auch noch die Geldkassetten alle einsammle. Für YouTube wird es bei den Geldkassetten übrigens einen massiven Cut geben, sage ich jetzt schon mal, wo ich dann einfach nur dahin cutte, wo die Spezialzombies mit den Schlüsseln gefunden wurden und ich die Geldkassette selbst dann einsammle. Welcome Also back. hier haben wir jetzt eine Suchmeldungsquest vor uns. Vermisste Person Sarah. Hope's mom went to house to find her? That's not good. Guck mal. Sarah, das ist die Mutter von Hope. Okay. Und die ist zum Haus gegangen, weil sie dort ihre Tochter gesucht hat. Ja, die wirst du nicht finden. Die wirst du zu Make it 100% back nicht in one finden. piece. Ich guck mal direkt hier auf der Karte. Haben wir hier noch Geldkassetten? Ja, hier ist noch eine. Dass ich dann weiß, dass ich hierhin auch nochmal zurückkomme. Allein deswegen schon. Ich kann mich jetzt auch mittlerweile so zum Haus teleportieren. Also ich muss nicht mehr diesen Invite einsammeln. Ich kann jetzt einfach so dahin. Was ein Segen ist. She probably drove. I'll start with the parking lot. Ah, zum Parkplatz. Okay, da wollte ich so oder so hin. Weil da haben wir beim letzten Mal gegen Ende noch einen Schlüssel für eingesammelt. Ich habe auch noch die Erfolge im Kopf, ne? Dass ich 5 Pfeile abschießen muss. Sarah wurde instant gefunden. Und damit in schneller Folge 5 von denen vernichten muss. Looking for you. Wo ist denn meine Armbrust? Da ist meine Armbrust. Danke. Ach, ich liebe das. Einfach zertreten. Well, that was easy. Das war die einfachste Mission, die wir je Where hatten. am I? Crap. What? Is this the Ark? Hope? No, no, no. Why can't I move? Is that Zara? Who's? Oh, no, Constantine. I've had enough. Take me to my daughter right now. Hold the fuck up! Why are you in my head? Let me out! Quiet down! Constantine is gonna fix this now! Okay, doch nie abgeschlossen oder wie? Warte, wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Hier unter den Schlechterkarten. Ist hier bei den Noob auch was neu? Nee. Guck auch mal hier oben. Ob da eine Fähigkeit noch dazu kommt. Ja, hier kommt noch eine Fähigkeit dazu. Okay, ich hätte aber mal nachgeguckt. Wo ist denn meine neue Karte? Da. Achtung, Blitzeinschlag. Führe einen Sprungtritt aus, während du sprintest und beim Auftreten eine elektrisierende Explosion auslösen. Okay. Eine geile Karte, wenn man den Sprungtritt nutzt. War hier draußen nicht auch noch eine Kiste? Ich meine, hier draußen war doch auch so eine Geldkassette, oder nicht? Irgendwas mit einem weißen Auto. Auf jeden Fall liegt da was. Einladung von Hope. Du wurdest eingeladen, uns beizutreten. Ach, die hätte ich wahrscheinlich auch instant finden können.
Ich höre noch was? Scheinbar nicht. Die Frau Mutter hatte sie aber sehr weit geschafft. Ich hätte schwören können, dass hier so Richtung Anfang auch noch eine Geldkassette war. Vielleicht ist hier die Geldkassette. Warte mal. Ich weiß noch, welcher Schlüssel das war. Autoschlüssel im weißen Latex. Autoschlüssel im weißen Latex. Wo könnte der rein? Stuck in a cultist's body. Ich bin kein Sektenmitglied. Not a cultist. And not loving this either. This is so wrong. Willkommen in meinem Kopf. Bitte machen Sie es gemütlich und sammeln Sie Popcorn. Die Show beginnt gleich. Konstantin, what the fuck? Please direct your query to the allocated screen. Einen Moment. There's a person in my head, dude. A backup procedure. In the event of ascension failure, candidates may be temporarily stored with the nearest available Brink host. What? You couldn't, like, ask first? Just get her out! The request must be denied. Because... Awakening requires a candidate's DNA. Zara has no clean DNA on record. Ah... Wait! I just ran into her body! For humanity's preservation, the autophage must be controlled and or eradicated. Zara's body is infected. This DNA must not be preserved. Look, she ain't hanging out in this head forever. I'm using it! I am able to delete her lingering consciousness. Shall I commence the deletion? Deletion? Like, permanent? Shall I commence the deletion? Hold up, hold up! You need clean DNA? Give me a hot second. I'll find some. This solution is acceptable. Schön, dass wir uns einigen können. You listening? We're rolling out to the diner. You didn't delete me. Duh. Your missing arms are at the diner, right? Right. I had to donate them as part of that twisted madman's stupid game. Cool. Back to the meat fest. Schön, dass ich da nochmal hin darf. War dort nicht auch noch irgendwie... Ja, da war auch noch eine Geldkassette. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen auf dem Weg noch einen Schlüssel. Oder vielleicht ist dort direkt die Kassette. Jetzt mal mit Veronique Söhle angesprochen. Vincent? Jeez, you guys didn't even say bye first? You're welcome! Hallo, ich muss hier durch, ich muss einen Arm abholen. Also das mit in schneller Folge, das kann ich ja nur machen, wenn auch 5 Zombies da sind, ne? Ich könnte einen Köder dafür nutzen. Not one of them. Maybe. Why would you even think that? And you're not either, huh? Whatever it took, I just wanted to get to my daughter. Hope. Musstest du dich wegducken? I still do. Die Dinger stehen jetzt hier überall? Geil. Für die, die den letzten Part verpasst haben. An den Dingern hier kann ich Raserei aufladen. Ist auch egal. Das Ding brennt ja immer noch. Irgendwie ist hier im Wald tote Hose.
daneben. Ach, die Armbrust. Die ist so toll. Ach, diese seine Fähigkeit, die ist so schön. Mann, ist es so schwer, mit dem Bogen die Visage zu treffen. Liegen bleiben. Ich muss 5 von euch damit abschießen. Ich habe jetzt schon kaum noch Pfeile. Einen habe ich noch. Bietet sich wer an? Hallo? Zählt. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dem Brunnen eventuell der Typ entgammelt, der den Schlüssel hat für hier. Geh mal kurz gucken. Bevor ich da hochgehe. Da liegt auf jeden Fall was. Wünsch dir was. Down there. In life, he was your stepping stone to ascension. But he still has purpose in death. A warning to those who hide in the deeper. A reminder that they are not ready. Don't forget to make a wish, Hope. I wish Constantine could save more of us. Leere Leinwand. Die Seite ist beschädigt. Sie scheint aus einem Tagebuch gerissen worden zu sein. Gestern Nacht hatte ich noch eine, aber die war anders. Sie hatte tatsächlich etwas in meinem Kopf. Ein dunkler Nebel, der aus dem Winkel meines Bewusstseins wabberte. Ich spürte, wie Schattenzungen meine Wangen von innen liebkosten, während ein ganzer Ozean lidloser Augen mich von innen beobachtete. Ich sehe ständig, spüre es, dasselbe Ding, jede Nacht. Es will mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich kann spüren, wie es sich ausbreitet, wenn ich die Augen schließe. Und versucht, durch den kleinsten Lidschlitz nach draußen zu entkommen. Früher habe ich so viel gesehen. Jetzt sehe ich nur noch das, was mich sehen lässt. Meine Bilder fangen an, seltsam auszusehen. Vergiftet, als würde es durch die Sprünge meines Verstandes heraussickern. Und sich selbst auf der steinernen Leinwand verteilen. Durch meinen Arm vielleicht, aber nicht willentlich. Das Malen hat mich immer so glücklich gemacht. Lola sagt immer, ich sei ihre Augen, dass ich was Besonderes und so talentiert sei. Ich bin nicht talentiert, ich bin besessen. Verdammt. Ich wünschte, ich könnte es ausstellen. Rausreißen ist das Ding, das sie mir in den Nacken implementiert haben. Ich muss stark sein. Ich muss meine Rolle spielen. Das war wahrscheinlich Konstantin. Ich will einfach, dass es aufhört. Wird mein Bewusstsein je wieder mir gehören? Wird das Emporfahren eine Befreiung sein? Ich kann nicht. Ich rutsche die Kugelschreibermine ab. Okay. Sieht zumindest aus, als ob hier die Sicherung rein will irgendwo. Hallo? Es ist einfach ein Blutfleck vor mir erschienen. Hier ist Satten Duster. Ach so.
Gross. So kommt man hier hin. Mangled by a brain. Ah, Sicherungs. Ich habe keinen Wassereimer hier zur Verfügung, oder? Dann machen wir es anders. Wo ist meine... Da. Oh. Eine schöne Feueraxt. Hi. Wusste ich doch, dass irgendwas kommt. Diese Räume sind nie ungeschützt. Okay, habe ich hier die Sicherung auch eingesetzt. Okay, dann zum Diner. Pfeile habe ich ja leider keine, ne? Ach, bitte schön. Jetzt darf ich wieder zum Diner gehen, mir was bestellen. Die da hatte ihre Bestellung schon. Bye-bye? Wo ist mein Bye-bye-Typ? Da! Frau Ferkel! Ach, hallo! Lernen wir uns endlich kennen! Ich habe gehört, Sie haben einen Schlüssel für mich. Ein Geschenk für mein Ferkelchen. Die Arme nicht. Habe ich ja schon wieder einen Schlüssel. Artex ist sowas von out, Leute. Okay, check the freezer. The pig stored my arm there when I didn't want seconds. They're gone. How can they be gone? It's all good. We'll just look around. Oh, Brutzler. Wenn du einen entflammten Zombie triffst, springt das Feuer auf Zombies in der Nähe über. Bei Verwendung dieser Waffe erhältst du einen moderaten Feuerwiderstandsboost. Okay. Neue Pfeile. Oh, hier liegt was. Stellung vom langen Ferkel. What's this? Okay. In den Schlund stand da gerade. Ausgedrucktes Formular mit Schweinelogos drauf, mit Sauklaue ausgefüllt. Während Sie sich auf die Teilnahme an den Waldprüfungen vorbereiten, bieten wir Ihnen voller Stolz ein Beispielmenü an, in der Hoffnung, dass es Sie dazu anregt, früher zu uns zu kommen. Bitte wählen Sie aus dem Menü, wir sehen uns bald persönlich. Wir können es kaum erwarten, Sie an unseren Tischen zu sehen. Kandidatenname in die Dale.
Lieferung sind weit in den Stunden liefern. Einer meiner Jungs wird ihn an der Tür zum Brunnen abholen. Bestellung einen Arm von Sarah D. Weitere Hinweise. Er soll roh hier ankommen. Nicht kochen, bestellen, den Biss nicht entfernen. Kein Salat, keine Soße, keine Beilagen. Ich will nur den Mutterarm. Zahlmethode wählen bei Lieferung. Ein Arm, ein halbes Bein, 10 Finger, ein großes Glas Blut. Doch allein an der Klatsche. Why did it have to be that creep? Ey, ihr tut euch alle nicht gut, in der Hinsicht. Ihr habt alle einen an der Klatsche. Not again. It's dinner time. Hi. Warte, könnt ihr mal so auf einem Fleck stehen bleiben? Ich würde das sehr gerne ausnutzen. Ach, dann halt später. Ich versuche die Arme zu treffen. Erfolgreich, wie man sieht. Ich habe ihn mitgenommen irgendwie. Tschüss. Dann halt so. Die Arme brauchst du nicht. Fossile Energie? Gib Stoff. Ein gut getimter Block überzieht Zombies in der Nähe mit Benzin. Und ein gut getimtes Ausweichmanöver erzeugt eine Benzin führt zu deinen Füßen. Okay. Habe ich hier alles? Ich habe hier alles. Nicht vergessen, wenn ich gleich unten beim Schlund bin, muss ich auch ein paar Leute darunter werfen. Ich würde dann jetzt sagen, straight up durch den Brunnen. Ist da unten irgendwas, das ich einsammeln will? Eventuell das hier. Und alle hier verlieren so leicht den Kopf, ne? There's a shortcut we can take to the deeper. To the right of the well. There's a door. Ja, die habe ich schon gesehen und schon auch schon mal genommen. I made a map. I wanted to know my escape route when I found hope. Not that it matters now. Dass die extra nochmal aufstehen, um wieder umzufallen. Hi. Here. You know the guy we're after? He acted nice, but only because he was obsessed with hope. I should have broken both his arms. Hi! Der denkt wie ich, zieht mich und schreit hi. Sorry. Ja, Entschuldigung, angenommen. Yeah.
Standbild. Warum kriege ich mittlerweile überall die Möglichkeit, Raserei zu füllen? Bitte mal alle dahin. Wir spielen jetzt ein lustiges Spiel. Und das heißt, ab in den Schlund. Ich muss den mal eben kurz ausschalten. Gross. Guy's a fucking creep. Ich muss aufpassen, dass der nicht darunter stürzt. War hier nicht noch irgendwo ein weiteres Loch zum Reinschmeißen? Warte, erstmal um den da kümmern, nicht, dass er da runterknallt. Schlüssel für Onyx safe. Jetzt kann ich den Safe hier direkt öffnen, ne? Das führt das halt einfach nicht so. Noch ein Haustier? Ja, ja, ich komme zu dir hoch. Du hast ein wunderschönes Gesicht. Der hat jetzt aber nichts dabei. Was von Bedeutung wäre. Hat noch keiner dran rumgeknabbert? Gut. What? No, he wasn't supposed to eat it. Ah, shit. We needed that arm. Well, that's it. I'm never going to see her again. This ain't over. Let's regroup at the well, okay? Vorher gönne ich mir jetzt erstmal einen Sprung ins Loch. Okay, das war nicht geplant, aber auch in Ordnung. Was war das da vorher? Sara, check it! Okay. Ist das... mein... Hope! Things work out. You just gotta have hope. Ha. Oh. Erst hole ich mir den Kasten hier. Dann können wir über alles andere reden. Diese Löcher sieht man einfach nicht. Ich stelle mich aber auch gerade an. Nee, das ist glaube ich das Falsche. Oder? Nee, hier geht's hoch. Ich will nur eben kurz den Safe hier mitnehmen. Scoville-Speyer. Speikoper, Scoville-Speyer. Was hast du bloß gegessen? Halt im Rasereimodus R1 gedrückt, um brennende Kotze auf ahnungslose Zombies zu speien. Okay, das klingt richtig nice. Jetzt kann ich auch ruhig wieder zurück zum Wald.
im Schlund. Sonst noch irgendwas, was man holen muss? Nee. Aber hier am Anfang von dem Haus ist noch eine Geldkassette. Das müsste die letzte dann eigentlich sogar sein. Ich markiere die mir mal. Dann gehe ich da danach hin. Hi. Eine bessere Chance kriege ich nicht. Ich habe nicht mal die Schuss-Taste gedrückt. So viel dazu. Okay, jetzt brauche ich es auch nicht mehr versuchen. Ich habe mich aus der Explosion rausgegriffen. Dank dich lieber. Diese Explosion ist einfach nur geil. Die perfekte Abwehrmaßnahme. Wenn man gerade keinen Bock aufs Blocken hat. Don't they usually slice off just one arm? Yes, but I ran away from Ascension, you know? I came back to talk to Constantine, but that bastard Yong-Ho would only grant me an audience under one condition. But if this all works out, maybe I should thank him. Hat die Leiche von ihr wirklich keinen Arm? No, I won't. Wart mal. Airlock? Das müsste auch genau am Anfang von dem Teil sein, oder nicht? Hab Spaß damit. Rechts rum. They're swarming. Just how I like them. Ach komm. Was denn dich? Ich habe keine Zeit für dich. Papa muss arbeiten. Der Raserei-Modus nur so halb aktiv. Mit einem kleinen Nagel einen dicken Arm abgetrennt. Armin. It's clean. Come on, let's get it to Constantine. Oh my. Thank you. No problemo, amiga. Pack mich schon mal aus dem Bild. You have a DNA sample. Place it on the bed for processing. Wohin? Ach egal.
We good, right? No traces of the virus detected. This DNA is clean. Hell yeah! No deletion necessary. With no body, awakening Zara will be challenging. It is not impossible. I will find the solution. Sure you will, man. She'll be all uploaded and shit in no time. Currently extracting necessary DNA. Complete. The transfer process may now begin. This process will take a few minutes. Remain within house grounds until it is complete. Right. You gonna save that nice arm I got you? It is recommended that you return the arm to... It is recommended that the arm's owner provide your instructions. Zara, you and Hope will see each other again soon. I can't believe this is actually happening. Listen, my arm. I know it's strange, but can we take me outside? Sure. Eingesammelt. Den Arm muss ich nur nach draußen bringen, ne? Ich geh mal eben kurz die Kate-Kassette holen, wenn ich eh schon hier bin. Brauche ich nur einmal hier hinlatschen. Dann sind wir hier auch komplett beim Haus fertig. Wenn ich die Geldkassette jetzt hier abgebe. Beziehungsweise hole. Der Rasen wenigstens gut gemäht mittlerweile? Ja. Okay, ich muss nicht mehr jeden halben Meter mich mit Zombies kloppen. Alter, wie schnell das die Raserei einfach füllt. Ist das auf derselben Ebene hier oder muss ich nach oben dafür? Vergissen mein Nicht-Schlüssel ist dafür erforderlich. Okay, den Schlüssel habe ich nicht. Dann ist die Geldkassette, die ich öffnen kann, die dort. Okay, wo ist dann der andere Schlüssel? Wahrscheinlich irgendwo im Schlund. Gucke ich als letztes, bevor ich den Ort hier verlasse. Na gut, Ärmchen wie raus, ne? Immer lustig, da ich durch die Türen einfach durchgehen kann, wenn der dabei ist, sie zu öffnen. Aber auch wirklich erst dann, wenn er angefangen hat. Vorher nicht. Halbgas, ich dachte, da steht Schießpulver. There's a nice spot by that tree. Please, lay my arm up there. Ach, da oben. Spoke to her. I don't know what it's like, but you'll be together. Just as long as I can see her again. I'm sorry. I never asked about you. If it's not to the Ark, where are you going? Ah, rolling with the punches. Going with the flow. You know, Constantine might be able to help you. Predict your future. Keep you safe. I know I didn't believe. Been right about a lot of things.
Yeah, and wrong about a lot of things, too. I make my own destiny. Somehow, I believe you. Hey, thank you for everything you've done. Say hi to Hope. Gern geschehen. Soll ich den Weg wieder latschen? Ich würde dann aber alle höchstens hier vorne gucken, ob da jetzt ein Spezialzombie rumgammelt. Weil den Rest vom Schlund, den habe ich ja schon ein paar Mal erkundet. Obwohl, wenn ich so drüber nachdenke, ich muss ja noch ein paar da unten in das Loch reinwerfen. Flutsch gut. Ah, das ist das zweite. Glückwunsch, das Haus hat dich erwählt. Du bist etwas Besonderes. Zu deiner Initiation überreichen wir dir dieses Latex-Outfit, das genau auf deinen Körper zugeschnitten ist. Keine Angst, in dieser Anleitung erfährst du, wie du es anziehen kannst, ohne es zu zerreißen und zu fallen oder zu ersticken. Schritt 1, ausziehen. Das Latex wird deinem Körper schmeicheln. Unterwäsche ist nicht erforderlich. Schritt 2, schmiere das Innere deines Anzugs dünn mit dem mitgelieferten Gleitmittel Flutschgut ein. Falls beim Anziehen Gleitmittel an der Hand- und Fußgelenke herausquillt, hast du zu viel davon verwendet. Schritt 3, schlüpfe zunächst mit den Füßen in den Anzug, bleib sitzen, bis sich beide Füße zeigen, zieh oder zwicke nicht am Anzug, um ihn zu richten. Latex ist nicht atmungsaktiv. Zieh den Anzug also nicht übers Gesicht. Schritt 4. Verpasse deinem Anzug eine weitere Portion Shakesqueak, falls nötig. Schritt 5. Hübsche dich mit Accessoires auf. Ah ja. Warte mal. Wir können ja direkt was testen, bevor ich jetzt da zum Schlund gehe. Den Klonkinator konnte ich warum auch immer noch mal einsammeln. Gut, wenn es weiter nichts ist. Wahrscheinlich habe ich irgendwie unbewusst das Teil schon benutzt, den Schlüssel. Na gut, wie gesagt, ich würde gerne noch die letzte Geldkassette hier holen und dann mich aus dem Haus hier verziehen. Obwohl wahrscheinlich alle drei Sammelquesten hier mit dem Haus irgendwie zu tun haben werden. Wo wäre denn überhaupt die nächste wieder? Ach, sag nicht, das sind Questen, die ich finden muss. Ich versuche ich behutsam nach einzutreten. Komm her. Ja, feini. Es macht auch so Bock, die da runterzutreten. Ja, komm. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich bin jetzt jedenfalls wieder bei dieser Rumpelkammer von dieser Veronique angekommen. Also so lang ist der Schlund nicht. Das Ding ist nur, dass man sich hier echt gut verlaufen kann. Ach, hi. Hier ist eh nichts, wo ich euch reinschmeißen kann. Denk dran, dass ich Waffen mittlerweile nur noch verschrotte.
Obwohl, war nicht hier um die Ecke ein Loch zumindest? Nö. Doch, hier war eins, aber ganz klein. Krieg ich da gar nicht erst rein, oder? Kann's versuchen. Hui! Ja, und das war der Film Sete. Wilhelm heißt der nach die Herausforderung. Jetzt brauche ich sie nicht mehr reinkicken, auch wenn ich Bock mache. Ach, dann gucke ich jetzt zuerst bei der Arsch und wenn ich dort nichts finde, dann heißt Pustekuchen. Ich könnte mir sonst eventuell vorstellen, irgendwie das auf dem Weg zu der Arsche. Irgendwo der Zombie-Gammel. Guck mal, da ist jetzt auch eine Nachricht, die vorher nicht da war. Und nicht geschriebener Brief. Meine liebe Frau, verzeih, doch ich muss dir ein weiteres Versprechen abverlangen. Bitte kümmere dich um meinen Bruder. Er hat kein einfaches Leben. Nur seinetwegen bin ich hier. Es ging alles so schnell. Man wies uns an, gegeneinander zu kämpfen. Die Menge war animalisch. Ich dachte, wir müssten uns durch sie hindurchkämpfen, um zu entkommen. Doch Rodney hatte ein Messer. Mir haben sie kein Messer gegeben. Ich gab mich geschlagen, doch dieses Ritual muss mit Blut enden. Also gab Rodney ihm Blut. Ich schrie, ich sei würdig und richtete das Messer gegen sich selbst. Ich erinnere mich nicht, was dann geschah. Um mich herum wimmelte es. Als ich versuchte, unten zu Rodney zu gelangen, dann wachte ich auf. In einem Krankenhaus, Nachthemd ohne rechten Arm. Sie sagen, ich bin bereit. Ich werde mich bei Konstantin in seine Arsch anschließen. Und sagt mir, sie sei wunderschön. Ich liebe dich. Für immer und ewig, Antonio. Okay. Das wäre wie gesagt auch ein Weg, den wir absuchen könnten. So mitten auf dem Weg von der Arsche. Da unten gammelt ein Mutator. Okay. War noch eine Sicherung. Du Bremsspaß, Mann. So, ein thematisches Transkript Brinker 018 Organic Lab. Ich schalte die Mikrosphäre an. Jetzt. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße ist eine angemessene Reaktion, 018. Könntest du, ist das? Was ist da gerade passiert? Autophage Nanoidkultur zeigt Kohäsionsverlust bei grob 3% Auflösung. Fein, das können wir im Bericht verwenden. Ich glaube kaum, dass der Kopf hat Matsch gemacht, als wissenschaftliche Beobachtung durchgeht. Mach es aus. Was? Ach ja, Moment, da. Hm, okay. Erholung feststellbar. Langsam. Aber so wie der Schädel geplatzt ist, direkt am Sahasrara, dem Scheitelchakra. Ja, Schätzungsweise lassen verschiedene organische Frequenzen einen Organismus an unterschiedlichen Chakrenpunkten platzen. Was die Frequenz des Schädelplatzen entdeckt. Dann werde ich die Schaltung nicht so verkleinern können, dass sie ballistisch dauerhaft stabil sind. Und wenn es größer und langsamer wäre, wie ein Fall. Konstantin, du hast dir gerade ein Leckerli verdient. Okay. Diese Klauen gucken mich an. Okay, die Klauen könnten jetzt aber stärker sein, wenn ich die verbessere. Okay, zumindest haben wir hier noch eine Sicherung entdeckt. Ah, okay, gut, dass ich gerade hier nachgeguckt habe. Ich hätte das nie im Leben gesehen. Irgendwo hier vorne ist ein Zettel. Und der startet die Suchmeldungsquest. Rude. I'll prove myself. Einladung an einen Versager. Any day. Da ist zumindest eine spezielle Waffe. You should stay a while. Ich guck gerade noch mal auf die Seite, die ich hier gerade offen habe.
Ach, das, was ich hier gerade eingesammelt habe, ist offenbar wirklich die Suchmeldung. Die wird nur später aktiviert, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Okay, zurück zum Haus. Zu den Umkleiden. Ich kann mir schon vorstellen, wo das ist, mit was das Bild gezeigt hat. Ich meine, diesen blauen Blumenkreis hier irgendwo zwischen den Häusern gesehen zu haben. Als ich nach dem Rad gesucht habe. What's that? Da! On the grass? Talia, die Unwürdige. Do you know what this photo's about? Und so verwandelt man einen normalen Schreier in einen Voltex-Schreier. Sonst noch wer? Alter, wie schnell bist du? Ich sag doch, dieser Kreis kam mir bekannt vor. Und da haben wir unsere letzte Suchmeldung. Oh, guess you did know. Ich will das da öffnen, du Scheißteil. Auswertung der Unzulänglichkeit. Liebe Niete, ich tolle Anrede. Ich beobachte dich jetzt schon geraume Zeit, wie du die Wonnen im Schlund begierig aufsaugst, wie du es genießt, von den fleischlichen Gelüsten verzehrt zu werden. Monatelang hast du dein Schicksal vor dir hergeschoben. Wie ambitionslos du bist. Was für eine absolute Verschwendung von Potenzial. Ich muss in Frage stellen, ob du des Emporfahrens überhaupt würdig bist. Vielleicht sollten wir es herausfinden. Es wird Zeit, dass du dein Geschick in meine Hände legst. Wenn du wenigstens ein bisschen Kontrolle über das Resultat wünschst, suche mich auf. Kleiner Zettel ist an den Brief gerettet. Unter menschgemachten Himmel in einem der fünf, da warte ich. Ganz oben über der Klinge der Erwählten, da sitze ich. Wo bin ich? Der menschgemachten Himmel würde ich entweder jetzt hier bei den Häusern sagen oder in dem Wald. Nebenbei. Das wollte ich gerade fragen. Haben die Hausaufzeichnungen spezielle Reiter hier? Und haben sie? Mir fehlen offenbar nur drei. Spiel mit. Hätte ich sowieso. Diese Raserei wäre sich so geil. Als ob ich nicht schon OP genug bin, ne? Aber wie gesagt, ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich jetzt gegoogelt habe, aber eigentlich nicht für die Suchmeldung, sondern ne, ich habe für das Vergissmein nicht gegoogelt. Habe ich jetzt eigentlich einen Schlüssel dazu bekommen? Ich glaube, die hatte keinen Schlüssel, oder? Nee. Ich würde ja eher bei dem Wald sagen. In einem der fünf, da warte ich. Nee, in einem der fünf sagt die Häuser. Warte. Ganz oben über der Klinge der Erwählten, da sitze ich. Klinge der Erwählten. Da, wo der Schlund anfängt? Hier ganz oben?
Klinge der Erwählten. Welches Haus hat mit Klingen zu tun? Ich weiß, dass da vorne links, das hat mit Feuer zu tun. Ich glaube, da war irgendwas mit Selbstverstümmelung. Da waren diese Haken. Sehen die als Klingen? Die waren zigtausend Hände. Warte, mein Arm sucht, hier sind welche. Nee. Ist mit oben auch wirklich oben gemeint? Über der Klinge der Erwählten. Ich will schon selber drauf kommen. Vielleicht da oben? Wo ich bisher nicht rein konnte? Jetzt kann ich hier rein. Hi. Jetzt darf ich hier rein. Er hat für mich freundlicherweise die Tür geöffnet. Detective Carla on the case. Hallöchen. Du wolltest auch mal schön leuchten, ne? You gotta be glowing from the inside out. Ich kam nicht zuvor mit dem Joke. Now, listen closely. Our ascension will forever be beyond your reach. Also die Kiste kann ich mir dann gönnen? Ooh, it's like a game. A really fucked up game. Okay, warte. Haben wir da irgendeinen Hinweis? Von der Clubmusik her, da würde ich am allerersten auf diese Steiner tippen. Oder unten im Schlund. Ach, nur ein Schlöfi. Hallo, komm mal her. Ja, komm her. Ach man, ich wollte dich da runtertreten. Hi! Wasser? Also der Charakter hat gerade mehr oder weniger sogar gesagt, wie es hier ist. Wunder! Whee! Du leider nicht. Ich brauche einmal kurz meine Wasserbombe. Ich komme hier nicht durch. Kann man das Zeug eventuell abfackeln? Nee. Die leuchtet so schön. This one's extra crispy. I
hope you are paying attention for your sake. You sound familiar. Mysterious voice. Okay, ich weiß 100% wo das ist. Das ist diesmal wirklich im Wald. Oh, hi, da liegt was. Darf ich das haben? Danke. Such a sad excuse for a candidate. You made it this far, but only through your own languid incompetence. There is no one left to step over. So, are you as weak as I know you are? Or can you stand when none remain to fall before you? Find the key to the weapon of absolution. Or die trying. Young Ho! It's you! You sneaky fuck! That'll be something around here. Okay. Ah, das Scheiterhaufen. Ach, Überbleibsel des Spiels Ausschau halten. Hä? Was? Oh, hi! Ich dachte, er hätte einen Schlüssel, weil er einen Namen hatte. Muss ich ja echt lange suchen. Der heißt der Gescheiterte. Ah, der hat einen Schlüssel. Waffe der Absolution. Jetzt kann ich mir die Kiste, die oben in dem Hausgang mit war, einfach holen, ne? Wo ist dann dieser Vergissmeinnicht-Schlüssel? Den habe ich jetzt immer noch nicht gefunden. Dann gönnen wir uns mal die Kiste. Spezialsoße. Das Verwendung dieser Waffe erhält zu einem moderaten Schaden, Zähigkeit und Widerstandsboost gegen Apex-Varianten. Was ist das denn für ein geiles Ding? Und die Waffe heißt einfach Dead Island. Aber wo ist jetzt dieser verdammte Vergissmeinnicht-Schlüssel? Heißt die Waffe einfach Dead Island? Die hat das wahrscheinlich standardmäßig drauf, oder? Ja. Genial. Wegen dem Vergissmeinnicht google ich jetzt aber nochmal. Keine Chance. Den so zu finden. Hat auch ein bisschen Bums. Aber ist, glaube ich, nicht mal andersweise so stark wie mein Hammer. Aber hey, ist eine spezielle Waffe. Mit einer Spezialsoße obendrauf. Okay, aber was Suchmeldungen angeht, haben wir jetzt auf jeden Fall die Nebenquesten auch abgeschlossen heute. Ich guck gerade mal auf die Uhr. So knapp 2 Stunden haben wir jetzt dafür gebraucht, aber die Suchmeldungen haben wir fertig. Ich wüsste halt nach wie vor jetzt nicht, wo dieser Vergissmeinnicht-Schlüssel ist. Ich kann mir halt auch keinen Neidfaden jetzt irgendwie in der Hinsicht angucken, weil das DLC ist noch nicht lange draußen. Ich kann halt nur gucken und beten. Right, right. Get off the grass. Ah.
Guys? Dir? Fünf! Geschafft! Mach das mal nach, Tischer. Ich hab den Pfeilerfolg gerade geschafft. So, wo ist jetzt der Schreier, der hier die ganze Zeit rumbrüllt? Wahrscheinlich in dem Haus. Oder? Ja, da kam er doch. Aber er ist kein spezieller Schreier. Schade. Also ich muss ja sagen, die Armbrust ist auf jeden Fall geil. Wenn ich den Kopf treffe, vernichtet das. Und es ist halt auch eine Stealth-Waffe. Weil, wenn ich damit schieße, das lockt die nicht an. Im Gegensatz zu jeder anderen Schusswaffe. Ich liebe so Stealth-Waffen. Vor allem Armbrüste in Zombie-Games liebe ich allgemein. Ey, die ist hier, fangt! Danke! Also ich werde jetzt einmal diesen Weg hier ablaufen. Da sehen wir auch mal direkt diese explosive Kotze. Scheint nicht besonders stark zu sein. Oder kann man die ununterbrochen feuern? Ja, hier in dem Raum ist die OP auf jeden Fall. Wenn man die ununterbrochen ballern kann. Ansonsten scheint die nicht besonders stark zu sein. Ich suche jetzt hier wirklich alles akribisch ab in diesem Gang. Nee, du schreist mal nicht, bitte. Danke. Wie gesagt, hier ist diese explosive Kotze auf jeden Fall mega OP. Weil hier habe ich ja unendlich Raserei und kann ununterbrochen explosiv ballern. Ich guck auch mal hier unten. Allgemein finde ich dieses Aufstampfen auf jeden Fall am besten für den Rasereifähigkeiten, die man aktiv nutzen kann. Hm, hier ist auch nichts. Ich kotze ich voll. Ja, es macht halt auch nicht mal wirklich viel Schaden. Vom Prinzip her raubt es mir nur die Sicht. Thank you.
ist nur in diesem Gang hier OP. Ansonsten würde ich sagen, dass das echt schlecht ist. Auch wenn es sich erst geil anhört. Ein explosiver Kotze. Ist tatsächlich eine sehr schlechte Fähigkeit. Wie gesagt, diesen Vergissmeinnicht-Schlüssel, den habe ich jetzt nirgendwo entdeckt. Wieso kann ich diesen Klonkinator eigentlich immer wieder aufs Neue einsammeln? Das ist halt auch das Einzige, was wir heute jetzt noch machen können. Das wird nämlich heute definitiv der vorerst letzte Stream der Mine zu Dead Island 2 sein. Dann will ich wenigstens halt gucken, dass ich noch die Geldkassetten absammle, weil die ja auch Fähigkeiten teilweise verleihen. So, haben wir hier noch eine Geldkassette? Hier haben wir sogar drei. Aber alle drei im Hotel selber. Und außerhalb. Also hier sind richtig viele. Da müsste ich, glaube ich, vom Prinzip her einmal das ganze Hotel nochmal ablaufen. Ich habe einen mutierten Gast gefunden. Du hast 100 Pronenschlüssel. Nein. Schlüssel für edlen Lederkoffer. Haben wir schon mal etwas. Hartnäckigkeit habe ich dadurch bekommen. Ein niedriger Gesundheitserhalt, einen moderaten Schadensboost und verbrauchst weniger Ausdauer. Okay, die nächsten, die sind auf jeden Fall weiter unten. Wieder vielleicht. Ja, da haben wir doch. Karaoke braut, Jungfer. Du hast doch 100 Brotschlüssel. Warte. Einfacher. Hält doch schon so schön still. Geht mir mal aus der Sonne. Ich wollte mich gerade heilen. Ist da auch noch mal ein normaler Schreier. In deine Scheißvisage. Ach, da ist noch die Brautjungfer. Aushalten. Schlüssel zum Wäscheraum. Du warst nur ein stinknormaler Schreier, ne? Nach wie vor, einer fehlt auf jeden Fall noch hier beim Hotel. Die Schlüssel sind eigentlich meistens irgendwo in der Nähe. Okay. Die Kiste hat sich einfach überhaupt nicht gelohnt. Dann als nächstes zu der einen da.
Warum auch immer du noch lebst. Okay, hier bei dem Hotel haben wir jetzt alle drei. Dann fehlt ja nur die hier. Und dann können wir von dort aus auch direkt nach Bel Air. Super, dann sind wir hier beim Hyperhotel dann gleich auch fertig. Ja, das waren die Militärvorräte, die ich mir nie geholt habe. Nur zu schade, dass die Waffe jetzt mittlerweile überhaupt nichts mehr bringt, ne? Die ich gerade bekommen habe. Aber hey, die sind hier in dem Gebiet auf jeden Fall fertig. Ich habe halt schon das Maximale an Waffenaccessoires, was ich haben kann. So, haben wir hier noch was vor uns? Und da war ich hier fleißig. Hier war ich beinahe fleißig. Eine Geldkassette fehlt. Stinknormalen Zombies, die ignoriere ich einfach schon aus Prinzip. Ah, den Schlüssel habe ich längst. Ein Streikkolben der Wachsamkeit. Dann sind wir hier an der Stelle dann auch fertig, ne? Santa Monica Pier. Ich habe keinen Bock, den Schlüssel noch weiter zu suchen. Schlüssel für Kassettenhäuschen. Und der Unterführung unterhalb des Piers. Ich mach's mir jetzt halt wirklich einfach. Schieß dir mal absichtlich ins Bein. Luigi Junior. Danke für den Schlüssel. Ich sag ja, die müssen schon in der Nähe sein. Und das war ja relativ nah. Die sind jetzt nicht am anderen Ende der Karte. So, wenn man den Schlüssel sucht. Die sind wirklich in der Nähe. Ist mir nur recht, wenn du wieder lebst. Auch glaube ich eh noch ein paar Feuersturm und Kotzis für eine der Herausforderungen. Ach, halt die Klappe, Brigitte. Hoher Stab des Perforators. Überhaupt keine unpassende Stelle. Ach nö. Okay, dann sind wir hier am Pier auch jetzt fertig. So, direkt auf Karte gucken. Drei sogar. Eine in der Polizeistation, eine beim Militärcamp und eine hier ganz hinten. Wie viel kann ich eigentlich ins Wasser rein? Oh, da haben wir unseren Rettungsschwimmer.
Und da hätten wir auch schon den ersten Schlüssel für den Beach. Ich weiß ja, dass ich die hier schon ein paar Mal gesucht habe, die Schlüssel. Deswegen mache ich es mir jetzt halt wirklich einfach. Nutze diese Seite, die ich gerade habe, um die jetzt zu finden. Ich habe keine Lust, die für einen Schlüssel eine Stunde zu suchen. Wo ich das schon ein paar Mal getan habe. Dann mache ich es mir dann halt wirklich lieber einfach und habe einfach eine Seite offen. So, hier am Strand sollte eigentlich auch noch ein Zombie sein. Mit Namen. Oh, da liegt eine Nachricht, soweit ich das sehe. Schrecken der Tiefe. Segen ab hier untersagt. Keine Flüsse, keine Boote. Das Tote Meer ist jetzt Realität und wird alles töten, das auf der Oberfläche stimmt. Wer kein U-Boot sein eigen nennt, um abzutauchen, sollte das verbiebte Wasser meiden. Eine besorgte Mitbürger. Wenn sonst nichts ist. Dieser Hammer ist eine wahre Schönheit. Genau denn hier? Ah, da läuft ein Zombie mit Rüstung rum. Das könnte der Zombie sein, den ich suche. Oh, Sammel, kennen Sie. Hallo, schön, Sie zu treffen. Ihr habt's versucht. Tschüss. Gibt niemanden, der Bock auf dich hat. Schlagstock des Perforators. So, dann fehlt ja nur noch eine. Und dann sind wir hier am Venice Beach auch fertig. Hier wahrscheinlich nicht, weil hier eh abgeriegelt ist. Mal eher da. Da gammelt ein Malm auf dem Schiff. Das wird unser Lieutenant sein, oder? Nee. Oh, das ist Lieutenant. Bleiben Sie einfach liegen, Lieutenant. Danke für Ihren Schlüssel. Dann haben wir den Venice Beach auch abgeschlossen. Dann fehlt jetzt als nächstes die Ocean Avenue. Die Kanalisation. Und dann ja eigentlich nur noch das Haus. Die letzte Kiste mit dem Vergissmeinnicht-Schlüssel, wo ich nicht den leisesten Dunst habe, wo. Guck mal, hier habe ich Zerstörung bekommen. Wenn du einen Zombie tötest, wird eine starke Explosion ausgelöst. Oh. Achte ich eigentlich auf jeder Waffe gut. Na gut, jetzt muss ich erstmal hier einen Schnellreisepunkt anvisieren. Ich nehme mal den hier. Ist näher dran. So, instant gucken, Karte. Am anderen Arsch der Map. Da will ich hin. Okay, ich glaube, ich brauche gar nicht nachgucken. Du hast 100% den Schlüssel.
Mach's mir einfach. Ja, spring ruhig rein. Komm mal, haben den Schlüssel instant. So, der Schlüssel ist in dem Raum dort. Also die Kiste dazu. Klauen des Liquidierers. Ja, dann haben wir hier die Kanalisation auch fertig. Da bist du ja. Dich suche ich. Brandgate-Mitarbeiterin. Ich weiß, dass ich den Schlüssel dazu auch stundenlang gesucht hatte. Deswegen habe ich da jetzt auch nachgeguckt. Jetzt können wir das uns holen. Und sind hier dann auch fertig. Dann brauchen wir nur noch das Haus, die wirklich endgültig abschließen. Und da den Schlüssel auch noch reinsetzen. Beziehungsweise diesen Vergissmeinnicht-Schlüssel. Und da weiß ich ja jetzt, wo der liegt. Nein. Wo ist meine Kiste? Direkt hinter mir in dem Raum. Rachsucht. Nachdem ein Angriff unterbrochen wurde oder du niedergeworfen wurdest, erhältst du einen moderaten Schadensboost. Okay. Dann fehlt jetzt nur noch der Schlüssel im Haus. Ich hätte mich da noch dumm und dämlich gesucht, den zu finden. Sage ich, wie es ist. Aber auf den Raum wäre ich nicht gekommen. Und das, obwohl ich da, glaube ich, drin war. Deswegen wäre ich da ja noch weniger drauf gekommen. Ihr werdet gleich sehen, wovon ich rede. Ich weiß nur nicht mehr, welches von den beiden Häusern das war. Ich meine, es war das Haus hier. Ja, das war das Haus hier. Das Haus, wo man dieses Geständnis gemacht hatte. Hier liegt der Vergissmeinnicht-Schlüssel. Wie gesagt, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Also ich hätte wahrscheinlich nochmal alle Häuser verzweifelt abgesucht, von oben nach unten. Es ist ja wirklich so, wenn es Schlüssel auf der Karte gibt für einen Safe, beziehungsweise diese Geldkassetten, dann ist der Schlüssel nicht weit weg. Das war bisher immer so. Und das wird wahrscheinlich auch bei den zukünftigen DLC so sein. Bin ich jetzt gespannt, was hier drin ist. Eine Armbrust der Aufmerksamkeit. Dafür habe ich mich so abgemüht. Ich war doch gar nicht auf dem Rasen. Oder hat der Schreier es noch geschafft, den anzubrüllen? Jedenfalls. Damit... Nee, hier... habe ich das nicht abgesammelt? Doch, das, die Kiste hatte ich abgesammelt. Da bin ich mir 100% sicher. Die war gerade eben noch bestätigt, dass ich die abgesammelt hatte. Die da ganz oben, die ist ja auch, wird ja auch immer wieder aufgeführt. Ich denke mal, hier die Kisten, die resetten sich jedes Mal, wenn man wieder hin und zurück geht. Deswegen, ich brauche da jetzt nicht nochmal hinrennen. Ich weiß, dass ich die abgesammelt hatte und das reicht mir. So, ich gehe jetzt zu den Schnellreisesystemen und setze mich einfach wieder ins Hotel.
Dann sind wir jetzt hier beim Swirling Hotel. Ich kann ja mal eben kurz bei den Herausforderungen gucken. Nur noch 65 Waffen recyceln. 21 Mutatoren. 9 Feuersturm-Kotzbrocken. Sagen wir mal 30 Faulige. Ist ja hier auch 50, deswegen sage ich 30. Ein paar Schwarmgeher. Müsste ich jetzt raten, wie viele. Wahrscheinlich auch, ich würde sagen 100. Und noch 11 Voltex-Schreier. Schwierigste ist, mit den Mutatoren die zu vernichten, bevor die sich verwandeln. Das finde ich ist mega schwer. Na gut, wie gesagt, wir haben in der Hinsicht hier alles gesammelt, was man sammeln kann. Obwohl zwei Baupläne scheint es offenbar irgendwo immer noch zu geben. Ich hätte jetzt aber nicht den Plan, wo die liegen könnten. Oder vielleicht sind die fürs nächste DLC geplant. Weiß man ja nicht. Ich wüsste jetzt nach wie vor nicht, wo ich suchen müsste. Wenn die im Haus noch sind, das tue ich mir nicht an. Also da habe ich ja schon alles abgesucht, was man absuchen kann. Ich lege den Controller jetzt gerade beiseite. Ich habe tatsächlich so um die 3 Stunden gebraucht. Ungefähr das, was ich mir als Ziel gesetzt hatte. Also als maximal. Die Schlüssel bzw. die Saves dazu, zumindest da, wo was Wichtiges drin war, da habe ich einfach wahrscheinlich bei YouTube einen Schnelldurchlauf gemacht. Dann einfach so, ja, Schlüssel gefunden, zack, bei der Kiste. Aber auch wirklich nur da, wo ich vielleicht was bekommen habe. Also, ja. Ich habe jetzt jedenfalls alle Gate-Kassetten eingesammelt. Ich könnte beim Haus natürlich sicherheitshalber nochmal alle einsammeln, die ich verfügbar habe. Diese Schlüssel kann man da ja offenbar mehrfach verwenden. Irgendwo geil, aber auch irgendwo zum Kotzen. Weil man dann nicht weiß, welchen man jetzt wirklich abgeschlossen hat. Jedenfalls sage ich an der Stelle, dass ich hoffe, dass es euch gefallen hat heute bei dem Stream. Ich weiß nicht, wann das nächste DLC geplant ist. Ich kann eben kurz gucken, aber ich glaube nicht, dass das schon öffentlich ist. Es ist noch das Sole Festival geplant. Das ist aber erst im zweiten Quartal 2024 geplant. Und ich streame hier gerade am 4.11.2023. Ich habe jetzt extra nachgeguckt. Also es wird eine ganze Weile dauern, bis Dead Island ein weiteres DLC bekommt. Und ich es folglich dann nochmal streamen werde. Wir haben das Spiel zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall abgeschlossen. Ich kann, wie gesagt, im Haus nochmal die ganzen Kisten abklappern. Aber ich glaube, dass das wenig Sinn hat. Und ich habe da nicht wirklich Lust, das ganze Haus abzusuchen, nur um zwei Waffenvorteile zu finden, die eventuell in der hinterletzten Ecke liegen. Eventuell nicht mehr in den Geldkassetten, sondern wirklich, dass sie einfach irgendwo random in der Welt liegen. Da habe ich wirklich wenig Lust drauf. Also ja, wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like später auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch und wie immer verabschiede ich mich von den YouTube-Zuschauern als erstes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag,